Ja, ich stehe am Kieler Ostuferhafen und wollte noch mal eine kleine Runde laufen und habe hier noch einen Cache gefunden, den will ich mir jetzt holen. Und zwar nennt er sich: Solche Kunst ist Schrott. Hier am Ostuferhafen werden Güter für Litauen und Russland auf die täglich abgehenden Fähren geladen. Manchmal stehen hunderte LKW in der Gegend und warten auf die Abfahrt. Auch Kreuzfahrtschiffe legen an, wenn die weiter stadteinwärts gelegenen Oslo und Schweden Kähe schon belegt sind. Der hat es geschrieben, hier blöd geschrieben, überall Leerzeichenzeilen dazwischen. Ihr steht vor der Skulptur Schmetterlinge in der Verpuppung des Lübecker Künstlers Gilmero Steinbrücken. Webadresse www.steinbrücken.de, der sein Material aus den Bestandteilen der Bergwelt hinter dem Haus bezog. Ob es sich um eine Röntgenaufnahme des Kokons handelt oder ob der Schmetterling sich eben gerade daraus befreit, bevor er losfliegt, oder ob er gar gentechnisch verändert wurde, mögen Berufsbiologen beurteilen. Wie ihr seht, dieses Kunstwerk ist zu 100% in Klammer aus Schrott. Hinter dem Haus sind hohe Berge, die so schroff sind, dass sie noch nie ein Mensch erklommen hat. Wenn das Tor offen ist, sollte man unbedingt einen Blick auf diese skurrile Schönheit werfen. Die Arbeiten dort sind gerade für kleine Jungs ein tolles Schauspiel. Und wenn man fragt, darf man sogar näher gehen. Schaut euch um und bewundert auch noch 50 Meter zurück das große Wandgemälde. Es zeigt den Untergang des allerersten U-Bootes und Brandtaucher. Der steht bei uns im Armeemuseum in Dresden. Im Jahr 1851. Oder stand zumindest mal. Es war nur 8 Meter lang. Der Konstrukteur Will Bauer machte mit zwei Begleitern in der Kieler Förde einen Tauchversuch, der allerdings kläglich scheiterte. Sie konnten sich selbst befreien und gelangten in Heikendorf an Land. Das ist angesichts der hier im Bild überzeugend dargestellten Südseefauna doch wirklich erstaunlich. Gibt irgendeine Webadresse? Die ist auch ein bisschen länger. Wikipedia. 100 Meter nach Süden hin ist eine Stelle, an der man auf die Stadt Kiel und die Mündung der Schwentine in die Kieler Förde schauen kann. Hier stand bis 2000 der schiefe U-Boot-Bunker Kiljus. Die Engländer hatten nach Kriegsende versucht, ihn zu sprengen. Es knallte fürchterlich, aber der Bunker war nicht zerstört, sondern lag nur schief. Die Story geht, dass am nächsten Tag hämisch und stolz groß draufgeschrieben stand: Made in Germany. Gibt eine Webadresse, die buchstabiere ich nie. Hier am Zaun des Ostuferhafens gibt es weit und breit nichts als Schrott. Und einen Hinweis gibt es noch: Im Kokon von hinten. Wo ist beim Kokon hinten? Na gut, gehen wir mal gucken. So, gelockt. Bei Neustadt Kleve stehe ich jetzt hier am Flugplatz. Da gegenüber an der Ecke vom Wald geht es noch hinter zu einem Fluss mit Badestelle. Wenn
eventuell kann ich dann morgen früh noch mal mich kurz ein bisschen frisch machen. Frisch in diesem Jahr. Jetzt guck ich doch mal, ob es einen Cache gibt in der Nähe, den ich mir dann noch hole. Aber erstmal essen wir was. So, gemütlich gegessen. 8:30. Schauen wir noch mal eine Runde. Da hinten ist irgendwo der Cache. Ich schätze mal bei dem grünen Kasten da hinten, bei dem grünen Container. Dann werde ich die Runde hintenrum zurücklaufen. Mal gucken, wie sich in dem Fluss badet. Jedenfalls steht hier noch ein Wohnmobil ansetzen. Sind nur beiden alleine, das ist eine alte Frau hier, wo es aussieht. Hat er bloß einen Stuhl und einen Hund mit. Seit Mitte der 30er Jahre gibt es diesen Platz mit Projektor-Geschichte. Irgendwas ist anders an diesem Ort. Stimmt nicht. Mit den Erfahrungen überall. Von Sportflugplatz, Wiesen und Mecklenburgischen Kiefernwäldern. Nein, ich meine nicht das Fehlen von Land. Wenn ihr bei dieser Wege angekommen seid, seid ihr vielleicht über eine scheinbar uralte Betonpiste gekommen, die plötzlich anfing und im Nichts endete. In zehn Minuten Zufahrten links und rechts aus dem Wald kommen. Ach, das war vorne von der Straße her. Selbst ist sie viel zu breit. Geht er aus? Selbst ist sie viel zu breit. Für einen einfachen Landweg. Aber kann offenbar hier am Waldrand doch keine Start- und Landebahn gewesen sein. Mehr noch. Dicht bei der Koordinate seht ihr einen Hügel. Das ist wunderschön. Dicht bei der Koordinate seht ihr einen Hügel. In diesem flachen Land fällt eigentlich jede Erhebung auf. Und sei sie nur knapp einen Meter über dem Grund, sind in diesen Hügeln Betonmauern eingebaut. Wer durch den Wald gekommen ist, hat vielleicht noch ganz andere Entdeckungen gemacht. Löcher im Boden, regelmäßige Strukturen, sogar ab und zu alte Baumstämme und daraus wachsende, recht groß gewordene Bäume. Vielleicht sogar noch mehr Zivilisationsreste aus alter Zeit. Was war hier? Jetzt sind wir am Hügel. Der Flugplatz Neustadt Kleve besteht aus Ausbildungs- und Landeplatz. Seit Mitte der 30er Jahre. Aber er war auch Fliegerhorst und Stachelstützpunkt in den letzten Kriegstagen. Außerdem war hier ein Standort der nach Bombenangriffen dezentralisierten Wismeraner-Dornier-Werke. Ihr steht gerade mitten im Werk. Der Wald gab vielleicht Tonnen. Gerade noch am Wuchs erkennbare jüngere Waldbereiche entstanden, jedoch erst nach der Sprengung der Hallenreste durch den Sieger. Aber auch Tränen und sicher auch Blut floss in dieses Stück Erde, denn gebaut wurde das durch Zwangsarbeiter und Häftlinge. Näheres findet ihr dazu, ich setze mal den Link unten mit in die Beschreibung. Der Hügel war übrigens nicht immer von allen Seiten mit Erde zugeschüttet. In den 70ern stand ich selbst noch in diesem von uns Bunker genannten, vielleicht zur Beobachtung von Tests der Dornierwerke dienen Betonunterstand. Der platzseitig nach Osten, Osten war jetzt quasi da hinten, der platzseitig nach Osten offen, oben und nach hinten jedoch mit Erdwellen geschützt, sowie vielleicht einen knappen Meter in die Erde eingelassen war. Später wurde zugeschüttet und dient heute offenbar als Spiegel.
aus Erzählungen direkt Beteiligter weiß ich, dass die gesprengten Hallenrechte gleich nach dem Krieg Materialquelle war für Elektroinstallationsmaterial. In Metall, dass durch die Vorläuferbetriebe des späteren Funk- und Feinmechanik Neustadt Kleve ab 1960 dann Fernmeldewerk verarbeitet wurde. Ebenfalls wurde von diesen die ganze spätere Friedensstraße lang liegende Flugzeug- und Motorreste ausgeschlachtet. Aus dem Flugzeugaluminium wurden unter anderem Kellen und Töpfe gebaut, später auch Heizöfen mit Elektrostrahler, Elektrogrills und viele schnell gebaute Umsiedlerwohnungen wurden mit dorthin stammendem E-Material installiert. Offenbar wurde hier nicht alles als Reparation vorgesehene Material wirklich abgeholt. Dem seine Quellen berichten, dass immer wieder Bombenangriffe kamen. Das steht in dem Link da oben nicht drin. Zu DDR-Zeiten war dieser Platz wieder Ausbildungsplatz, Motor, Segelflugzeug, und die wollten mal einen Armeelandeplatz hier machen, haben sie dann. Die hatten alle Fetisch und komischen langen Teile auf dem Dach liegen. Keine Ahnung, was das war. Ich wollte es vorhin hier offiziell filmen, deswegen das schlechte Bild. Ja, mein Gimbal hat keinen Strom mehr. Kann sein, dass ich jetzt zu sehr wackel. Ich bin doch gerade ein bisschen zu weit gelaufen. Ich habe doch gerade vorgelesen, bei dem Hügel soll irgendwo der Kästlein liegen. Irgendwo hier muss der Käst sein. Holz sieht ein bisschen künstlich abgeschichtet aus. Da eine ganz kleine. Oh, ist die süß. Mir schwingen hatte ich glaube ich noch nie im Bild gehabt, ganz hinten, aber schon weiter im Wald, stand noch ein junges Pärchen, die hatten sich ein Volvo Pkw als Wohnauto umgebaut, die machten dort gerade Armbrot, wobei ich vorbeilief. Das da hinten ist ein junges Pärchen, die gerade den Grill angeheizt haben. Aber es roch eklig, die haben so eine Holzbriketts, so eine Kohlebriketts genommen. Total ungesund, wenn sie die nie vorher bis zum Ende ausziehen lässt. Und jetzt, ungefähr da hinten, unter der Sonne, steht jetzt mein Auto. Ich weiß nicht, ob man das hört. Hinter meinem Auto hat man hochfrequentes Fiepen. Hunderte Mücken schwirren hier um das Auto. Zwischendurch huscht manchmal eine Fledermaus. Ich bin gerade bei meiner zweiten Kaffeetasse. Über Nacht war es schön ruhig. Und jetzt, was ist das Musik überhaupt? 9:45 Uhr. Ging gerade der erste Flieger los. Und der zweite, der hängt sich gleich dran, wie es aussieht. Neustadt hat auch eine Mühle und eine alte Burg.
Beim Fenster habe ich ihn gefunden. Weil es heutzutage selten gibt, aber hier haben wir noch kostenlose Parkplätze. Aber ich habe mir jetzt trotzdem das Museum gespart, weil ich noch nach Hause fahren will heute. Hätte ich jetzt noch eine Nacht, dann wäre ich vielleicht wieder reingegangen. Links abbiegen auf Burgstraße. Links abbiegen auf Burgstraße, dann rechts abbiegen auf Petersilienstraße. Ist zwar alles zugeparkt hier, aber wenn man entspannt bleibt, findet man auch schnell noch eine leckere, wo man aufstellen kann. Den Ball nicht mehr. Wie trifft denn der den? Hab eigentlich hier in Berlin am Tempelhofer Feld nochmal angehalten, weil mir letztes Jahr das Steak so gut geschmeckt hat. Hier gab es einen Holzkohlegrill. Ja, dieses Jahr hatten sie nur die Burgerbude. Allerdings so ein handgemachter Burger ist doch was anderes, als es bei McDonald's gibt. Und satt wird man auch von so einem Ding.
Allerdings gab es kein Holzkohlegrill mehr hier wie letztes Jahr, sondern nur noch Tempelbürger. Tempelbürger, Schießbürger und alle möglichen Bürger. Aber handgemacht und auch viel größer und schmecken weitaus besser als von McDonald's. Da bist du mit einem Bürger eigentlich schon ganz schön satt. Ein Hochsicherheitsfriedhof hier. Oder warum macht man in einem Friedhof Stacheldraht?